Herzlich willkommen bei Scherer Daily. Heute habe ich einen ganz besonderen Mann bei mir sitzen, ein Vorbild, eine Ikone und einer der ganz, ganz Großen dieser Szene. Bei vielen sage ich, die gehören zu den Top 100, da gehört der sowieso auch dazu, aber für mich gehört er noch zu viel mehreren als nur zu den Top 100, denn er ist ein Bestseller-Autor mit vielen, vielen Büchern. Er hat in Europa die größte Plattform überhaupt, die ich kenne, wenn es darum geht, eine Community zu bilden. Auch darüber werden wir sprechen. Und vor allen Dingen, er ist bekannt dafür, für seine Klugheit, für seine Fähigkeit, Dinge in Worte zu fassen. Wer ihn auf Social Media verfolgt, weiß, dass er eine Art hat, die Dinge zu sehen und sie zu beschreiben, wie sie wirklich seinesgleichen sucht. Darum bin ich froh, dass nach mittlerweile fast einem Jahr Scherer Daily das einer meiner Höhepunkte, wenn nicht der Höhepunkt schlechthin ist. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Veit Lindau. Vielen, vielen Dank, Hermann. Und das macht mich gerade ein bisschen charmös, deine Einleitung zu hören. Lieber Veit, die hast du dir mehr als verdient. Ich habe eins deiner ersten Bücher gelesen und ich weiß, dass ja alle deine Bücher Bestseller geworden sind, aber als ich dein Buch gelesen habe, sind mir auch die Tränen runtergekullert, weil ich es so großartig fand. Und ich behaupte sogar, dass ich auch ein guter Buchschreiber bin, das will ich noch nicht mal verneinen, aber als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich mir, Mensch, so musst du mal schreiben können, wie der Veit Lindau. Also meinen großen Daumen hoch drum. Darf und muss ich dich so loben, weil es ist so. Vielen, vielen Dank. Sag, Veit, ich weiß gar nicht, ich möchte mit dir über deine Plattform reden, Homo Dea, wenn ich sie richtig im Kopf habe. Ich will mit dir über dein Buch reden, vielleicht auch über Human Star reden. Da habe ich die Ehre, mit dir gemeinsam etwas zu tun. Aber fangen wir mal an mit deiner Plattform und dir. Was habt ihr euch da eigentlich einfallen lassen? Ihr seid in meines Wissens Europas größte, darf man Community sagen, ist das richtig? Um was versteckt sich dahinter? Also ob wir derzeit die Größte sind, weiß ich gar nicht wirklich, aber ganz sicher sind wir eine der Größten. Entstanden ist das Ganze eigentlich aus meiner Coaching-Erfahrung, dass ich gesehen habe, dass die Menschen in Seminaren eine Peak-Erfahrung machen und danach im Alltag oft die Dinge wieder verlieren. Und wir wollten gerne so ein gleichbleibendes Feld an Inspiration schaffen, aber auch eine Möglichkeit, dass sich die Menschen untereinander vernetzen. Und das kennst du ja bestimmt auch so, das beginnt mit einer Idee, die man mal nachts hat und man ahnt nicht wirklich, was auf einen zukommt. Und ja, jetzt gehen wir mittlerweile, ich glaube, ins siebte Jahr, sind über 12.000 Mitglieder. Natürlich, ja. Und ist ja wirklich ein Wert. Ja, ich liebe es einfach, gute Menschen miteinander zu vernetzen. Und ich liebe es natürlich auch, den Hebel zu haben, guten Content in die Welt zu bringen. Ja, und ihr vernetzt ja nicht nur, da ist ja all dein Wissen, wenn ich es richtig sehe, mit drin gebündelt, also dauerhaft abrufbar, um eben auch genau in dem Bereich gerade zu lernen und zu wachsen, den ich tatsächlich brauche. Exakt, ja. Also ich finde, Wissen muss heute eigentlich vor die Haustür beziehungsweise eigentlich auf die Couch geliefert werden, weil die Leute sind so schon busy. Und ich finde es eine Kunst, tiefes Wissen in kleine Portionchen runterzubrechen, ohne dass es an Tiefe verliert. Ich finde, das gelingt uns ganz gut. Und ein Leben ist einfach komplex und hat so viele verschiedene Bereiche. Und genau wie wir ins Fitness gehen, finde ich, sollte jeder die Möglichkeit haben, das zu trainieren, Beziehung, Kommunikation, was auch immer. Großartiges Bild. Also in meinem Goldprogramm erzähle ich immer davon, wer wirklich sowas aufgebaut hat und damit Vorbild ist, das bist du. Oh, vielen, vielen Dank. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich das vorher sehr, sehr gut zu überlegen und mindestens einmal mit jemandem gesprochen zu haben, der es gemacht hat. Weil was ich zum Beispiel komplett, was wir unterschätzt haben, ist, was es für einen Energieaufwand ist, etwas, was du als Mensch oder auch als Coach völlig selbstverständlich praktizierst, in die digitale Welt zu übersetzen. Das ist eine komplett andere Nummer. Ja, und ich weiß, es ist ja eine Riesennummer auch bei euch allein, was ihr Programmierer, glaube ich, weltweit beschäftigt und auch an Programmierkosten habt, habe ich gerade schon gehört. Das ist ja ein Irrsinn, was dahinter steckt, um sowas am Laufen, also zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten, denke ich. Ja, also gute Programmierer kannst du eigentlich gar nicht mehr mit Geld bestechen. Die machen so und so nur noch das, was sie lieben. Wir sind total glücklich, dass wir wirklich absolute Cracks da haben. Und also wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren die neue Plattform 2 Millionen reingesteckt. Wow. Und da sieht man relativ wenig draußen. Okay.
Und es ist vor allen Dingen, ich meine, das Geld ist das eine, aber es ist extrem viel Liebe und es ist wirklich, also ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch, unglaublich viel Übersetzungsarbeit. Okay. Ja. Also Kompliment dazu. Aber gleichzeitig Danke. Zum Online bist du ja offline auch unterwegs und ich finde das so schön, du hast ja eine so große Fanbereitschaft, dass du, also ich muss ja mal Jahre im Voraus meine Veranstaltungen planen, dass sie da nochmal voll sind. Aber bei dir klappt das gut. Du füllst die Hallen. Ich glaube, du hast jetzt mit der Tour wieder angefangen. Habe ich Zürich richtig im Kopf? Also genau, jetzt gerade waren wir in Zürich. Ja. Ja, also was soll ich sagen? Also ich fühle mich da sehr, sehr dankbar. Ich habe das Gefühl, da ist mittlerweile eine große, also für mich ist das eigentlich Part unserer Familie herangewachsen. Und das, ja, ich brauche diese Live-Arbeit, also digital alleine. Ich brauche das Blut und ich brauche den Kontakt in die Augen. Ich brauche, dass die Menschen, die uns die ganze Zeit digital beobachtet haben, uns auch anfassen können, checken können, ob wir wirklich so sind. Ja. Nee, ihr seid schon Familie. Also das Wort Liebe spielt bei euch schon eine große Rolle. Ja. Also, finde ich schon gut. Und du hast ein Buch natürlich, das 12., habe ich es richtig im Kopf? Ich glaube, es ist der 18. Aber sorry dafür. Ich bin nicht so gut im... Also du hast schon ganz viele Bücher geschrieben, mindestens Nummer 18. Mit deiner bezaubernden Frau zusammen, finde ich ganz, ganz großartig. Königin und Samurai, noch dazu in meiner Lieblingsfarbe Gold. Ja. Sehr schön. Was steht da drin? Ich glaube, das kannst du gut nachvollziehen, weil wir uns vorhin ja über die Dynamik von starken Beziehungen unterhalten. Ja. Und also es gibt nichts, was mich mehr aufgebrochen hat, was mich mehr im guten Sinne fein gedroschen hat, wie die Beziehung zu Andrea. Und wir haben irgendwann einfach gemerkt, wir sind in Bereiche vorgedrungen. Also wir sind jetzt 26 Jahre zusammen. Wir haben uns jede Dunkelheit geliefert, aber sind also wirklich auch sehr tief in ein Licht gekommen, dieser Dynamik zwischen Animus und Anima, dass wir gesagt haben, das muss berichtet werden. Wir wollen Paare, nicht nur heterosexuelle Paare, sondern alle Paare einfach ermutigen, nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, weil wenn wir wirklich uns miteinander emporschwingen, dann sind Wunder möglich. Also ich kann zum Beispiel sagen, unsere gesamte Arbeit ist unserer Beziehung entsprungen. Ja. Ja, du sagst ja auch immer, dass du wirklich ganz viel von deiner Frau profitierst und dass die auch so enorm viel, Liebe, Energie, Kraft und auch, glaube ich, dieses fast besessene Fordern nach noch Besserem, nach noch mehr Authentizität. Du, sie lässt mich einfach, also wenn ich einschlafen würde oder zum Beispiel, wenn Andrea das Gefühl hat, okay, Veit, das, was du gerade auf der Bühne gesprochen hast, das hast du super cool erklärt, aber ich sehe eine Gap zu dem, was du lebst. Okay. Das dauert nicht eine Woche, sondern das kriege ich nach dem Vortrag zu hören und ich liebe sie mittlerweile dafür. Also am Anfang hat sie mich kolossal genervt. Und mittlerweile bin ich aber ganz dankbar, mit ihr eine so ungestüme Lebenslehrerin an meiner Seite zu haben. Ja. Kompliment, beneidenswert. Aber es gehört ja auch wirklich dazu, diese Offenheit, das ertragen zu wollen. Also ich glaube, dass viele Paare ja abgeschlossen haben und sagen, lass ihn reden oder lass sie reden, das Leben geht weiter. Ne? Du, ich bin in den ersten anderthalb Jahren, ich bin wirklich jede Woche dreimal weggerannt. Okay. Ausgezogen, wirklich ausgezogen, weil... Ich kann deswegen nicht sagen, ich wollte es, sondern ich nenne so eine Beziehung, es klingt jetzt martialisch, Fleischerhaken Gottes. So, also das heißt, wenn das Leben dich in eine Beziehung reinschickt, wo du einfach weißt, okay, also entweder du gibst dich jetzt hin und dann wirst du auch in einem positiven Sinne ausgeweidet. Das heißt, alles, was nicht echt ist, wird dir genommen. Wow. Oder du rennst sofort weg, aber wenn du am Haken hängst, hängst du am Haken. Und ich bin mir relativ sicher, dass du nachvollziehen kannst, was ich meine. Also wir haben, glaube ich, beide Partner, die uns, also ich werde auch gefordert. Und, und ich sage natürlich auch immer, wahrscheinlich hat Gott uns manchmal zusammengeführt, dass die Dinge so sind und sich dann doch ergänzen dürfen, was ursprünglich so aussieht, als würde es sich nie ergänzen. Ja. Aber du hast mir eines voraus, Veit, und ich weiß, nicht nur dafür lieben dich die Menschen sehr, aber ich bin logischerweise auch ein Social-Media-Verfolger von dir und finde, dass deiner Frau einmal eine so sensationelle Liebeserklärung gemacht auf Facebook. Ich habe die meiner Frau nie gezeigt, weil sie hätte sich scheiden lassen und wäre wahrscheinlich nach Baden-Baden gezogen, hätte sie gesagt. Also, aber das war großartig, mit welcher Liebe, Tiefgründigkeit und Wertschätzung du das zum Ausdruck gebracht hast. Ich kann mich noch an einen Post erinnern aus Israel. Ich glaube, da ging es auch um die Beschützung der Frauen. Ja. Ich kenne keinen Menschen, der so wunderbar schreibt wie du.
Wow. Wie macht man das? Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich nehme das total unpersönlich. Es schreibt sich. Also ich habe das nie gelernt und ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich muss anfangen mit Schreiben, ich will schreiben und je mehr ich das fließen lasse, umso mehr kommt es. Ich denke mir zum Beispiel meine Posts nicht aus, sondern setze mich einfach hin, mich bewegt ein Thema und dann schreibe ich darüber. Und das, was du gerade ansprichst, also die Liebe zu meiner Frau und letztendlich ist wirklich eine ganz tiefe Liebe zum Weiblichen, entspringt nicht aus einer Schleimerei, sondern das hat mich gerettet. Das hat mich einfach gerettet, weil ich weiß, was ich für ein Arschloch gewesen bin, was ich für ein Arschloch sein könnte. Okay. Und der Vollkontakt mit dieser Kraft rettet in mich auch heute noch ganz oft. So. Insofern, und vielleicht bin ich auch altmodisch, aber ich finde, wir Männer sollten uns selbst auch, aber wir sollten das Weibliche einfach preisen und feiern. Ich liebe auch wirklich Frauen. Ich liebe Frauen. Sind ja auch die besseren Wesen, das glaube ich, kann man deutlich so sagen. Also da bin ich mittlerweile am Punkt, Gott sei Dank, ich habe das lange Zeit so gesehen, auch infiltriert durch meine Mutter, aber mittlerweile sehe ich uns auch als ganz tolle Wesen. Ja. Ja. Also, wir sind schon irgendwie auch süß. Mach ich auch einen Haken dran, alles in Ordnung. Du hast aber so schön gesagt, und das habe ich jetzt schon so oft gehört in Interviews, du sagst, es schreibt sich so, jetzt kommt das mir raus. Ich hatte die Tage einen Forscher, der eigentlich kurz vor dem Nobelpreis steht, wenn das dann aufgeht. Und ich habe den auch gefragt, was machst du da seit 26, 27, 28 Jahren ist er da dran. Und er sagt auch, ich habe nie was getan, das ergab sich so. Ja. Ich glaube, wir dürfen uns einfach ein bisschen mehr führen lassen. Nicht so viel nachdenken und vielleicht sich mit uns selbst oder mit dem Göttlichen verbinden, um dann das rauszulassen, was eh schon in uns drin ist. Das und also das Fiese ist ja, wenn du nur das hörst, ich glaube, so das reicht eben auch nicht. Ich würde zum Beispiel sagen, es ist brutal viel Training und also zum Beispiel, ich habe jetzt nicht nur Eingebungen in der Nacht, wenn ich ein Buch schreibe, dann stehe ich einfach jeden Morgen eine Stunde eher auf und dann sitze ich einfach und manchmal sitze ich auch eine Stunde vor einem leeren Blatt und oder meine Posts, ich habe jetzt letzten habe ich mal durchgegangen, ich glaube, 6.000 Posts geschrieben auf Facebook. Okay. Also es ist schon, glaube ich, beides. Es ist das Fließen lassen und es ist aber auch Praxis, 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 Praxis. Dranbleiben, ja. Also du musst doch irgendwie besessen sein von einem bestimmten Thema. Ja, aber passt gut, weil dieses nur hinsetzen und auf die Eingebung warten klingt immer so, exakt. So easy peasy. Und ich glaube, man muss der Eingebung auch den zeitlichen und auch den disziplinären Rahmen geben, das zu tun. Ja. Aber damit bist du ein Star geworden, das darf ich so sagen. Und es passt gut zu deinem Programm. Du machst jetzt Human Star im nächsten Jahr. Ich habe die Ehre, auch einen zumindest klitzekleinen Teil dabei sein zu dürfen. Worum geht es bei Human Star? Also erstmal möchte ich sagen, dass es mir eine große Ehre ist, dass du dabei bist, weil ich einfach weiß, dass du die Hebamme für unglaublich viele Speaker gewesen bist. Vielen Dank. Also mir ist ganz wichtig, kein typisches Speaker-Training anzubieten, sondern ich weiß einfach zum Beispiel, also ich bin Autodidakt. Mhm. So. Und Technik kam für mich viel später. Was für mich einfach wichtig ist, es gibt einen Seelenraum, aus dem ich sprechen kann. Und wenn ich daraus spreche, dann passiert die Magie im Raum. Und ich möchte gerne Menschen helfen, erstmal überhaupt rauszufinden, warum will ich auf diese gottverdammte Bühne? Also ich bin niemand, der Speaker trainiert. Mhm. Ich bin jemand, der Menschen helfen kann, das Credo in sich zu finden. Ich glaube zutiefst daran, dass jeder von uns ein Credo in sich trägt, was du abzusetzen hast. Und wenn du das nicht absetzt, wirst du dir am Ende von diesem Leben vor Wut in den Hintern beißen. Mhm. So, und das zu helfen und sie dann mit allem Know-how, was ich habe und mit all den kostbaren Gastbeiträgen, Tobias Beck ist ja zum Beispiel auch dabei, auszustatten, auf die Bühne zu gehen und ein Buch zu schreiben. Das ist ein sehr ehrgeiziges Projekt. Also ich beides, also bühnenfit und am Ende des Jahres steht ein Buch. Kompliment, aber schönes Programm. Ja. Also ich weiß, dass das geht. Ich halte das für richtig. Ich frage mit dem Credo nochmal nach. Ich bin ja auch so ein Freund davon, dass man das schon wissen sollte. Ja. Aber ich stelle momentan noch fest, dass die Menschen mir viel zu viel nur noch nach dem Warum suchen. Und ich habe aber so das Gefühl, die brauchen schon mal die ersten 30 Lebensjahre oder 40 Lebensjahre, bis sie es warum gefunden haben. Ist es nicht auch so ein bisschen Overload momentan?
Wenn du es kompliziert machst, okay. Wenn du es kompliziert machst, also ich, für mich ist das ein Lebensthema. Also ich habe irgendwann einen Medizinstudium abgebrochen und stand erstmal ohne jegliches Warum da. Und das war für mich ganz, ganz schrecklich. Deswegen weiß ich, wie wichtig es ist, darauf eine Antwort zu finden. Und was ich aber heutzutage sehe, ich glaube, dass die Leute das verwechseln mit irgendeiner spektakulären Vorstellung von ein Erzengel erscheint dir und erklärt dir ganz genau, was der Lebensplan ist. Also mein Warum ist ganz simpel, also jeden Tag einfach noch tiefer zu lieben. Und da, das kann jeder von uns praktizieren. Also mit Credo meine ich nichts mit jetzt die volle Erleuchtung, für die du erstmal bis ans Ende der Welt reisen musst. Okay, gefällt mir, weil es darf ja noch vielleicht Zwischenerleuchtungen oder neue Weges leuchten oder was auch immer. Exakt, ja. Aber da bist du schon auch Profi. Ich hab viele Bücher von dir gelesen und bestellt. Ich habe eins gekauft, fand ich spannend. Du hast dein Unternehmensmanifest zum einen mal geschrieben, sehr ausführlich geschrieben, sehr tiefgründig geschrieben und hast es auch sogar veröffentlicht als Buch. Ne? Ja. Du meinst die Life Trust Ethik? Ja. Fand ich. Also deine Firma heißt ja Life Trust, das war die Ethik deines Unternehmens. Ne? Ja. Fand ich großartig. Bin sofort ins Büro gerannt, habe gesagt, sowas will ich auch, aber wir haben dann festgestellt, wir müssen noch an unseren Werten arbeiten, dass wir das so großartig füllen können. Du, das ist das Problem, wenn du die Werte schriftlich rausgibst, aber deswegen haben wir es auch gemacht, bist du einfach festgenagelt. Ja. Und ich behaupte um Gottes Willen nicht, dass wir das leben, sondern das ist unsere Richtschnur. Okay. Aber ich stehe voll auf Werte, weil ich glaube, sonst gehen wir alle ziemlich schnell lost. Also das sehen wir bei dir. Ein Blick in die Zukunft, was sind die nächsten Schritte? Wie geht es mit deiner Plattform Homo Dea weiter oder was hast du sonst noch vor? Du machst eine Tour durch Deutschland gerade oder durch den deutschsprachigen Raum? Ja, die ist mir sehr wichtig, basierend auf einem Traum, den ich vor ein paar Monaten hatte. Der Vortrag ist die Rückkehr der Königin und es geht darum, dass ich sehe und ich glaube, dass viele Menschen gerade so empfinden, dass der weibliche Thron einfach viel zu verwaist ist auf unserer Erde. Und ich finde, es so, ist ein heikler Grad, das als Mann zu machen, aber ich freue mich darauf sehr. Homo Dea darf wachsen. Also wir haben da einen richtigen technologisch gesehen Ferrari unter dem Hintern. Sind jetzt ab Herbst soweit, dass wir andere Experten mit draufholen können. Das ist jetzt erstmal mit meinem Content getestet. Und wenn ich denn Zeit finde, Bücher schreiben, das liebe ich total. Und da sind noch ein paar eine Pipeline. Ja, du könntest nochmal 18 schreiben, denke ich. Ja. Also ich würde das Credo mit zum Ausdruck bringen. Ich glaube, es müssen die Männer sein, die den Frauen manchmal sagen, dass der Thron noch frei ist oder vielleicht sogar einen Thron extra hinstellen. Ja. Das machst du in großartiger Art und Weise. Letztlich ist ja auch Homo Dea dazu da, glaube ich, um den Frauen wiederum auch noch mehr Raum zu geben, mehr Lebenskraft zu geben. Beides. Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie du das in deiner Arbeit erlebst, aber ich habe das Gefühl, dass auch gerade bei Männern ein krasser Umbruch passiert, aber auch viel Orientierungslosigkeit. Und für mich hat das aber auch was damit zu tun, also auch für mich selbst merke ich das, mein innerer Mann wird eigentlich dadurch stärker, dass ich mich auch viel mehr noch mit meiner Weiblichkeit auseinandersetze, weil mich das unabhängiger macht von Frauen. Ja. Schönes Schlusswort. Lass uns die Frauen auf den Thron setzen, vielleicht, dass wir nebendran noch ein bisschen Platz nehmen dürfen und damit die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin froh, dass du hier Platz genommen hast und wir es wirklich nach vielem Hin und Her geschafft haben, dass du da bist, eine Bereicherung für dieses Studio. Danke, lieber Veit. Vielen, vielen Dank für deine Einladung.